So, Ali, also ich habe dir ja gesagt, wie wir das Ostervideo jetzt machen. Ich glaube, es wird richtig geil und ich sag dir das später genau Bescheid nochmal. Okay. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem. Oh. Hä? Digga, was ist das denn für eine Nummer? Lol. Horror Osterhase, WTF. Babe? Babe, komm mal bitte her, ich werde von so einer ganz komischen Nummer gerade angerufen. Lol, warum filmst du mich? Falls es wieder so ein Stalker ist. Okay, dann film mal schnell die Nummer, film mal schnell die Nummer. WTF, Horror-Osterhase. Mega weird. Okay, ich gehe mal ran, also, ja, bleib am besten auch filmen. Okay. Hallo? Hallo Lukas, sammle 6 Ostereier am Fußballplatz. Okay, das heißt, ich soll jetzt bei dem Fußballplatz was? 6 Ostereier sammeln? Ja, ich habe auch Finn entführt. Was? Finn ist entführt? Ja, mache das, was ich dir sage. Oh mein Gott. Ja, das ist doch safe so ein ganz schlechter Scherz, Alter. Ich leg gleich auf. Alter, Finn! Beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Okay, da ist so jemand, der sagt, wir sollen 6 Ostereier bei diesem Fußballplatz sammeln, wo wir mal diese Fußball-Challenge aufgenommen haben. Weil der hat Finn gefangen. Was? Krass. Ja, okay. Alles klar, mache ich, ja? WTF. Also Leute, ich überlege gerade, ob ich zur Polizei gehen soll. Also er meinte, dass er Finn gefangen hat und dass wir 6 Ostereier finden müssen und dann irgendwie Finn dafür bekommen. Boah, ich glaube, das ist gar keine gute Idee, aber ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal. Wir nehmen noch ein paar Leute mit auf Sicherheit und werden da ganz vorsichtig sein und gehen jetzt mal zu dem Fußballplatz, wo wir damals die Fußball-Challenge aufgenommen haben. So Leute, ich ziehe mir jetzt mal auf jeden Fall Schuhe an und dann gehen wir los zum Fußballplatz. Ja, der ist hier auf jeden Fall ein paar Kilometer entfernt. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das ein doofer Scherz war, weil das war so eine ganz komische Computerstimme. Vielleicht so auf anonym angelehnt. Heute ist ja auch Ostern, also nochmal frohe Ostern natürlich an jeden von euch. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich muss zugeben, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Also ich finde sowas echt gar nicht cool. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz schlechter Scherz von irgendeinem Zuschauer oder so, der meine Nummer hat. So, dann nehmen wir uns nochmal meinen Schlüssel hier mit einmal. Und dann geht's auf jeden Fall los, Leute. Wir sehen uns beim Fußballplatz. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen bei dem Fußballplatz, wo wir ja die Fußball-Challenge aufgenommen haben. Und wir sollen jetzt hier angeblich insgesamt 6 Ostereier finden, um Finn zu retten. Boah, also erstmal, hier sieht es auf jeden Fall so aus, als ob wir alleine sind, ne? Sieht schon mal eigentlich ganz gut aus. Komm, Leute, wir gehen jetzt mal ganz nach rechts als erstes. Und dann bin ich mal sehr gespannt, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, sage ich ehrlich. Hier so, ich bin eigentlich nie so gerne im Wald, aber tagsüber geht es noch und meine Freundin ist ja auch dabei. Beschützt mich, ne? Genau. Okay. So, Leute, wir fangen mal hier an. Hier ist so ein Baum, da könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht schon mal was. Wir schauen einfach mal. So. Okay. Siehst du hier was? Schau mal. Nee, oder? Sieht nicht so danach aus. Gehen wir mal hier weiter. Boah, Oh, lol, hier ist so ein Loch. Boah, film mal da rein, aber ich glaube, da ist auch nichts drin. Sieht nicht so aus. Okay, weiter geht's. Hier unten gucke ich auch noch mal. Alter, insgesamt 6 Stück müssen wir hier finden. WTF. Okay, hier ist so Absperrung. Ich glaube, da darf man gar nicht durch, Leute. Aber wir schauen mal, ob wir hier was finden. Vielleicht hier noch kurz. Lol. Hey, ich finde hier keine Ostereier, lol. Ich habe mir extra eine Tasche mitgenommen für die ganzen Ostereier. So. Oh, lol, da ist eins. Oh mein Gott. Oha, wir haben eins. Oh mein Gott, was glaubst du? Lol, das ist so ein Plastik-Osterei. Okay. Oh mein Gott, okay, wir haben das erste Osterei. Boah, da ist einfach was drin. Boah, ich öffne das mal, Leute. Man kann es hier so öffnen. Und lol, was? Hier ist einfach so ein goldener Spike drin. Alter. Okay, krass, hier sind scheinbar so Brawler in den Ostereiern. Okay, das ist heftig.
Das heißt, wir haben schon mal das erste Osterei gefunden, Leute. Sehr geil. Weiter geht's. Könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr Ostereier auch sucht am Ostersonntag. So. Okay, hier habe ich auch nichts. Vielleicht versuchen wir es mal hier in den Wald rein, aber boah, ey. Das ist voll das Gestrüpp, ne? Also ich sehe von hier jetzt erstmal nichts, aber wir gehen mal hier weiter, würde ich sagen, erstmal, bevor wir in den Wald reingehen. Boah, also 1 von 6 haben wir. 1 von 6. LOL! Oh mein Gott, siehst du's? Alter, direkt auf diesem Hügel drauf. Okay. Kannst du ja mal mitkommen. Muss aber nicht hier rein. Okay, Leute. Krass, hier ist das nächste Osterei. Da war so eine Ameise dran, WTF. Boah, okay, Leute. Das nächste Osterei. Mal schauen, was drin ist. Und... LOL! Alter, dieses Mal ist es Shelly, Leute. Okay, wir sehen also, Shelly ist im nächsten Osterei drin. Okay, jetzt 2 von 6 haben wir jetzt. Boah, ich glaube, wir werden das schaffen, die alle zu finden. Gehen wir aber auf jeden Fall mal direkt weiter. Okay, Oh mein Gott, ich sehe, glaube ich, das nächste WTF, das ist ein XXL-Osterei. LOL. Das hat einfach die Ukraine-Flagge. Das ist so blau-gelb. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Keine Ahnung. Boah, das ist hier richtig... Boah, das ist ja richtig im Gebüsch drin hier. Oh mein Gott. Okay. Oh, was? Das hat sich hier schon geöffnet. Oh mein Gott. Hier war einfach Leon drin. Alter, wie groß. Oh mein Gott. Heftig. Ich glaube, das ist ein originaler... Ja, das ist ein originaler Leon in XXL. Okay, Leute, dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, die sind gar nicht mal so gut versteckt, oder? Es geht, ne? Es geht voll. Geht voll. So, gehen wir mal hier weiter. Vielleicht da rein, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Oh, müssen wir aufpassen hier vor dem Baum? Nee. Ah, lol, da ist noch eins. Oha. Ah, krass. Krass, das sieht genauso aus wie das eben. Okay, schauen wir mal. LOL, auch so ein blau-gelbes. Dann nehmen wir das mal hier. Okay. Okay, hier ist auch was drin. Okay. Öffnen wir das mal. LOL! Und hier ist einfach mal Crow drin. WTF, wie geil. Das ist auch einfach mal hier dieser XXL Crow. Alter, krass. Das sind doch voll coole Belohnungen hier eigentlich. 4 von 6 haben wir jetzt. Jetzt fehlen noch 2 Ostereier. Und Alter, da sitzt das nächste im Baum. Oh mein Gott. Das hängt einfach im Baum drin. Da habe ich so geguckt und habe direkt dieses Grüne halt so gesehen. Krass, das ist so grün-orange. Okay. Willst du die Tüte mal nehmen? Ja, gerne. Und zwar... LOL, nochmal ein Mini-Leon. Krass. Okay, nur noch ein Osterei, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Leute, ich habe jetzt seit 20 Minuten Ostereier gesucht. Ich habe das letzte nicht gefunden. Ich weiß nicht, hast du eine Idee noch? Können ja mal da hinten schauen. Da hinten, so meinst du, oder? Ja, genau. Oh, guck mal da. Oder? Hä? LOL. Ist das im Baum? Ja, das sieht... das ist nicht so bunt. Das ist nicht so bunt, ne, das Ei? Okay. Aber, warte, ich guck mal. Oha, du hast recht gehabt. Alter, das ist hier einfach mal im Baum. Ihr seht's, Leute. Alter, hä, wie sieht das denn aus? Moment mal, ich hole das erstmal raus. Oh mein Gott! WTF. Hier steht einfach 666 und das sieht gar nicht aus wie die anderen Ostereier. Boah, hier sind auch so 2 Löcher. Bah! Das stinkt voll. Schau mal, riech mal. Nee. Möchte ich nicht. Ey, das ist doch safe ein Scherz, oder? Von so einem Zuschauer. Das hört sich auch voll eklig an. Okay, Leute, ich glaube, das packen wir mal lieber zu Hause aus. Nicht, dass jetzt hier irgendwas Gefährliches ist, weil hier spielen ja auch Kinder Fußball und so. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt mal mit nach Hause. Und dann, ja, geht's los. Let's go, Mann. So, Freunde, wir sind jetzt zu Hause wieder angekommen und widmen uns jetzt diesem... ja, Osterei, was sehr gruselig ist und ziemlich stinkt. Ich würde sagen, ihr seht das gleichzeitig mit mir, was dort drin ist. Boah, Alter. Boah. Boah, das geht richtig schwer auf. Boah, WTF. Okay, schauen wir mal, was drin ist.
Oh mein Gott. Oh, ich hab mich voll erschrocken. Oh, was ist das? Ah, ja, das habe ich... okay, das ist ein... Oh mein Gott, das ist ein Fake-Regenwürmer. Bah, wie ekelhaft. Oh, oh! WTF. Guck mal. Oh, hier sind so Fake-Fliegen und ja, so. Ja, das sind so Fake-Sachen und so eine Fake-Kacke. Alter, wie ekelhaft. Boah, ich bin echt gerade voll erschrocken. Oh mein Gott. Aber wir haben hier noch einfach, Alter, so eine Real-Life-Brawlbox, WTF. Okay, hier ist auch was drin. Und wir haben einfach mal, oh mein Gott, was ist das denn? So zwei Brawl-Stars-Packs. Krass, komm, die öffnen wir auf jeden Fall mal. Habe ich sowas auch noch nie gesehen, tatsächlich. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, Leute, hier sind so Karten drin. Okay, lol. Schauen wir uns die mal zusammen an, würde ich sagen. Alter, wir haben jetzt einfach mal hier so eine Spike-Karte als erstes. Krass. Lol, und jetzt so eine Crow-Karte. Ha, krass, hier haben wir einfach nochmal Leon, Leute. Und, oh, Daryl, Karl, Barley. Oha, wie geil. Brock. Nochmal Magier-Barley. Krass, hier gibt es auch so Skins. Und nochmal Shelly. Und hier ist einfach noch ein Pack. Okay, krass. Lol, das ist ja sauheftig. Wusste ich, dass es sowas gibt. Okay, und hier haben wir nochmal Colt, dann einmal nochmal, ah Leute, das ist dieser Brock Dancer, ne? Auch sehr krass. Alter, Dynastieagent Colt, und hier sind auch immer so, ich glaube so Stärken, also wie stark die sind. Dann haben wir, Bro, was ist das denn für ein Mortis? Den habe ich noch nie gesehen, mit so einem grünen Hut, Alter. Das ist einfach Kobold Mortis, der hat so ein Goldfass mit so Goldmünzen. Okay, dann haben wir nochmal die Mutti, Leute, die gute alte Pam. Der Anita, oha, das ist meine Lieblingskarte bisher. Nochmal Spike und nochmal Crow. Krass, also einfach nochmal so Karten hier. Ey, aber das ist wirklich ekelhaft gewesen. Ich habe mich richtig erschreckt, Leute. Stellt euch vor, ihr macht sowas auf und auf einmal seht ihr das hier alles. Richtig ekelhaft, vor allem diese Gummiwürmer. Guck mal, die sind so richtig... Sieht man das? Ja, die fühlen sich eklig an. Boah, mega ekelhaft. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Brawlbox, Leute. Muss mal gucken, wie man die jetzt aufkriegt. Lol. Lol, ich habe einfach diesen Henkel abgerissen. Ah, lol. Oh, okay, man muss die so nach oben ziehen. Und... Oh mein Gott, okay, hier ist ein Zettel. Okay. Den Link lesen wir mal gleich, falls da was geschrieben ist oder so. Ah, lol, ich habe jetzt erstmal... Hä, was ist das denn? Bro, wie gruselig. Oh mein Gott. WTF. Ey, das sieht ultra gruselig aus. Das soll, glaube ich, Penny sein, aber das ist so eine Horror-Penny, oder? Ja. LOL! Oh mein Gott, Leute. Ich sage jetzt mal nichts dazu und drehe sie einfach nur kurz um, ja? Okay. Oh mein Gott, ich sehe hier schon rote Schrift, Leute. Okay, ich zeige es euch erstmal. Ihr lest das jetzt vor mir, was hier steht. Also... Hehehe, hier ist der Horror-Osterhase. Oder auch deine Freundin? Das hier ist mein Prank. Hä, willst du mich verarschen? Ja, Finn und ich haben das ausgehackt. Hä? Nee, oder? Ach, deswegen hast du mich am Anfang auch so gefilmt? Ja, Finn hat mich gefragt, ob ich dabei bin und dann habe ich mitgemacht. Oh mein Gott, ey. Und ihr habt auch die Ostereier so versteckt und alles? Ja, es war Finn. Oh mein Gott, ey, Alter. Boah, und hat Finn auch die Sachen hier so gekauft? Ja, ich habe eigentlich nur gefilmt. Oh mein Gott, okay, krass, Leute. Krass, das war auf jeden Fall ein heftiger Prank, muss ich euch lassen, heftig. Okay, Leute, ey, das war ein richtig lustiges Video, muss ich aber echt sagen, im Nachhinein. Auf jeden Fall, lasst doch mal ein Like da, kostenloses Abo, frohe Ostern wünsche ich euch. Bis dann, ciao, ciao.